Willkommen, Freunde, zum Worldwide Championship in der vierten Runde mittlerweile, also gegen den vierten Gegner, der da heißt, ja, wie heißt er denn eigentlich? Ich muss glatt selber mal schauen. Huberger. Ich bin ready. Good luck, have fun. Ich zeige euch noch kurz meine Armee. Das ist immer ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich immer so ein bisschen in der Eile bin. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Live-Schlachten gerne seht. Ist ja dann alles ein bisschen anders, da seht ihr halt jeden Klick und so weiter. Oder ob ihr vielleicht lieber eine Auswertung danach sehen wollt. Ja, meine Armee seht ihr ja hier, ein bisschen Bogenschützen, ich habe die Beastman dabei, ich habe einen Großhäuptling, das ist immer noch mein Liebling eigentlich. Kämpfe jetzt gegen Norska, bin mal gespannt, was er da so bringt. Same for you. Auf jeden Fall, der ist sehr, sehr freundlich. Oha, oha, oha. Was haben wir denn da? Okay. Hat Wulfric. Oh, können wir eigentlich noch ein bisschen näher ran? Oh, jetzt kommt er. Ist die Frage, sind die schneller als ich? Nein, nein, sind sie nicht. Wollen wir hier mal ein bisschen für Stress sorgen. So, kommt auf jeden Fall mit Mammut. Das habe ich fast schon befürchtet. Wollen wir die mal ein bisschen schwächen? Ja, und jetzt auch bitte zur Flucht bringen. Na, meine Hunde werden jetzt hier ein bisschen überfallen und überlaufen. Okay. Riese muss gegen Mammut kämpfen. Hier müssen wir jetzt eine Linie ziehen. Hat einen normalen Barbaren dabei. Gut, gut. Das war ganz nice. Was ist hier hinten los? Dürfen uns nicht einkreisen lassen. Muss man ein wenig aufpassen. So, ich muss sagen, unser Mammut stirbt hier halt eines schrecklichen Todes. Unser Riese stirbt gerade eines schrecklichen Todes. Das ist weniger erfreulich, als es vielleicht klingen mag. So, die sind weg. Das Mammut einmal debuffen. Warten noch ein wenig ab. So, wir haben genug Fernkämpfer, dass wir das Mammut erledigen können. Und das sieht gerade auch recht nice aus. So, jetzt machen wir hier bitte die Hautwölfe noch kaputt. Jawohl, die fliehen auch. Ja, jetzt hauen wir mal unsere Buffs rein. So, hier will man uns ein bisschen auf den Sack gehen. Da schicken wir was zum Ablenken. So, und hier müssen wir wieder an die Hautwölfe ran. Hier kommt ein Schifffelein. Ja, den sind wir halbwegs gut gedodged. Hier ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Holen wir uns mal die Hautwölfe hier. So, da hinten haben wir es... Nein, das wollen wir nicht. Lauft, lauft, lauft. Aber, oh, ich hasse das. Das ist halt echt übel, ne? Wie lange die brauchen. Oh, und da geht genau durch. Oh, fuck. Echt unschön. Na gut. Halb so schlimm. Lasst uns das Mammut da hinten mal wegmachen. So, wir holen uns mal den Magier da. Hautwölfe von hinten mal vielleicht anchargen. Wäre vielleicht ganz cool. So, Hautwolf 1 flieht.
Die Barbaren, die gehen geht's noch ganz gut. Jetzt machen wir mal den General hier kaputt. Komm, Riese, du musst auch mal was treffen können. Sosa, na, sollte jetzt auch nicht ran. Ja, macht halt bei Kavallerie einfach nicht so viel Schaden. Aber, ich sag mal so, die Schlacht haben wir gewonnen. Na krass, ich wollte schon sagen, kriegt seinen Charge noch. Gut, dann hat sich der Anführer hier erledigt. Den brauchen wir auch nicht. Ja, gut. Haben wir die Sache hier schon mal im Kasten, ne? Das ging ja relativ fix. Ich überlege, ob ich jetzt vielleicht die zweite Schlacht mit einbette. Ja, das war eigentlich eine ganz nette Angelegenheit. Ja, eigentlich überhaupt kein... Na, ich sag mal eher, also bei ihm hat man schon gemerkt, dass er noch sehr, sehr neu war. Hatte es am Anfang nicht mal, mein Gott, Hautwölfe auf Stufe 8. Puh, ja, die hätten viel reißen können, aber ich sag mal so, ich hatte halt viele Fernkämpfer. Okay, naja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier dauert. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit diesem Kameraden hier. Ich hoffe, vielleicht schneide ich es auch noch hinten dran. Ich muss mal gucken, ob ich das aufteile oder nicht. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute, bleibt gesund, teilt mir wieder eure Erfolge in dem Turnier mit und bis zum nächsten Mal. Bye bye.